Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt melde ich mich mal ganz kurz, fast in Ruhe. Voll außer Atem. Ich habe nämlich den Dias hier oben gerade umgezogen und gewickelt und überhaupt. Und plötzlich klingelt es unten an der Tür. Bin gerade Gott sei Dank fertig geworden, konnte ihn noch hinstellen und dass er in seinem Zimmer war. Das ist so schlimm. Beim zweistöckigen Haus bist du dann runtergerannt, bist, um den Postboten die Tür aufzumachen. Katastrophe. Und mein Mann ist nämlich gerade mit dem Rocky Gassi, weil meine Schwester heute arbeiten muss im Nebenjob. Genau. Ich habe ja gestern eigentlich schon zum Konzert was gesagt. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie viel und überhaupt, weil mein Mann ja dann reingekommen ist ins Auto und habe dann nicht mehr weitergefilmt, weil er gerade am Telefonieren gewesen ist. Das war nämlich eine Katastrophe, als das Konzert vorbei gewesen ist, sind logischerweise alle zu ihren Parkhäusern gestürmt und es hatten ganz, ganz viele die gleiche kluge Idee wie wir in diesem Skyline Plaza, was genau nebendran ist, zu parken. Und wirklich bei jedem einzelnen Parkautomaten, wo man halt eben die Parkgebühren zahlt, Leute, Katastrophe, also wirklich Katastrophe. Da waren mindestens immer 30, 40 Leute, die an einem Kassenautomaten angestanden sind. Also wir sind wirklich aus dem Parkhaus rausgekommen. Es hat ungefähr insgesamt circa 45 Minuten oder sogar länger gedauert. Richtig krass. Aber ansonsten hatten wir eine super Rückfahrt gehabt. Es war sogar wärmer als bei der Hinfahrt. Hat nicht geregnet, nicht geschneit. Also richtig Glück gehabt. Ja, aber alles in allem, es war einfach genial gewesen, gell? Also ich finde ja von Xavier Naidoo die Lieder einfach so sensationell gut. Die Texte sind einfach der Wahnsinn. Und ich finde ihn auch so toll, weil er so bodenständig ist. Der hat halt so richtig Respekt gegenüber seinen Zuschauern. Also dass er eben nicht sich ein, zwei Stunden feiern lässt, dass er zu spät kommt und dass er nur eine Stunde Konzert gibt oder keine Ahnung was. Man hört ja die wildesten Sachen von verschiedenen Künstlern. Also wie gesagt, hatte ich ja gestern schon gesagt, er hat wirklich pünktlich um 8 angefangen. Er hat 2,5 Stunden wirklich durchperformt, ohne dass er irgendwie zwischendurch mal von der Bühne ist und irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten Pause gemacht hat oder keine Ahnung was. Und ja, hat auch ganz viel immer zwischendurch immer mal was erzählt, weil seine Karriere ja so in Frankfurt gestartet ist, beziehungsweise mit den Söhnen Mannheims zusammen. Mannheim liegt ja genau neben Frankfurt, für die es nicht wissen. Was heißt genau, aber noch nicht mal, ich glaube 45 Minuten oder sowas entfernt. Und da hat er immer gesagt, meine Heimat und keine Ahnung, hat dann halt eben... Ja, es war schon richtig genial gewesen. Also super, super toll. Eine gute Mischung zwischen alten Liedern und neuen Liedern. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es gibt ja viele Stars, die dann nur die neuen Lieder singen und gar nichts von diesen alten, die halt eben gerade bei so Stars, die irgendwie seit Jahren erfolgreich sind, sind die auch immer sehr interessant. Ja, also mega Konzert gewesen, definitiv. Ja, meine Schlappe, gell, Lias? Ich dachte mir, ich zeige euch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf ein paar Sachen, die wir für Samu zur Geburt bekommen haben. Und zwar jetzt nicht unbedingt von Familienmitgliedern oder sowas, sondern also aus den verschiedenen... Also ich hatte euch ja schon mal gezeigt, was wir jetzt zur Geburt bekommen haben von DM. Genau. Von Rossmann gibt es auch was. Ich muss es nur abholen. Und wir haben hier in der Nähe tatsächlich keinen Rossmann. Voll doof. Aber ich werde die nächsten Tage immer mal wieder in Frankfurt sein. Wir haben ja heute Samstag. Ist heute Freitag oder Samstag? Nee, heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Morgen ist schon der 3. Advent. In wenigen Tagen ist einfach Weihnachten, so krass. Und nächste Woche, Dienstag, hat der Samu ja seinen Hörtest. Und da sind wir auf jeden Fall in Frankfurt. Und da werde ich mal versuchen, bei irgendeinem Rossmann vorbeizuschauen, weil auch da bekommen wir, Dankeschön, die Box. Die Willkommensbox sozusagen. Und ich habe jetzt hier noch eine Box von Kaufland, war das, glaube ich, gewesen. Und dann habe ich noch verschiedene Sachen, die wir vom Krankenhaus bekommen haben. Ich habe hier auch noch so eine Windeltorte. Die haben wir vom Patenonkel von Lias bekommen. Genau. Kann ich euch gerade mal... Oh Gott, ich habe immer noch voll die Schmerzen. Den will ich gerade mal zeigen. So sieht die aus. Da ist jede Menge Zeugs drin. Also hier ist ein...
glaube, ein Body oder so drin, dann eine Creme, hier sind Schnullis drin, eine Karte, nochmal Schnullis, dann ist hier oben eine Nuckflasche drinnen. So. Hier ist nochmal ein Body, ach, von Cars, sehe ich schon. Ich glaube, das sind entweder Socken oder Handschuhe, keine Ahnung, oder eine Strumpfhose, könnte es auch sein. Ja, und dann halt eben ganz, ganz, ganz viele Windeln, was absolut niemals verkehrt ist. Genau, das haben wir einmal bekommen. Die werde ich jetzt auch gleich mal auspacken und dann halt eben verräumen, dass wir die Sachen auch gebrauchen. Hm? Kaufland. Muss ich gerade nochmal schauen. Ja, Kaufland, genau. Die war auch super süß verpackt. Hier war erstmal so ein Zettel drin mit so einer Schleife. Willkommen im Leben, eine kleine Hallo-Karte. Da steht sogar Samu drauf. Hallo Samu. Ich lege die hier gerade mal ab. Dann haben wir hier nochmal so ein Prospekt, ein Heft. Dann sind hier Reinigungswattepads drin. Dann Studentenfutter für die Mami. Dann von Hip ein Stilltee, so eine Probe. Packung. So, dann ist hier noch von Philips Avent ein Schnulli drin. Der ist richtig genial, weil den liebt der Samu total. Also den haben wir schon mal in anderen Boxen gehabt und der mag den total. Dann haben wir hier von Bübchen eine Milk drin. Dann von Pampers die Größe 2, zwei Pampies. Dann sind hier noch Tücher drinnen. Einmal von Water Wispies, das sind diese 99,9% Wasser, die sollen ja richtig gut sein. Ich muss die echt mal probieren, weil ich habe die jetzt schon in verschiedenen Boxen, ich habe die noch nie getestet. Und dann sind hier noch, das ist wahrscheinlich die Eigenmarke, Sensitiv Feuchttücher ohne Parfum drinnen. Genau. Und das Genialste, hier ist ein Handtuch drinnen. Also hier einmal zum Aufhängen, dann ist hier so ein Waschbär drauf, richtig süß. Welcome. Bei Conibo, ich weiß es nicht, das ist auch wahrscheinlich irgendeine Eigenmarke. Also richtig, richtig schön, auch sehr groß. Und das Genialste ist, da ist einfach mal der Name eingestickt worden, Samu. Richtig süß, oder? Einfach mal so als Willkommensgeschenk. Ich finde das so, 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 so lieb. Also die anderen Sachen sind ja schon toll, aber dass man dann auch noch hier sowas Individuelles bekommt, finde ich mega. Das muss ich mal direkt in die Wäsche geben. Ja, also wie gesagt, von Kaufland. Das sind ja alles diese ganzen in der Infobox. Ich sag's immer wieder, findet ihr diese jeweiligen, oder beziehungsweise den Link zu dem Video, was ich damals gemacht habe. Und in dem Video sind wiederum die Links, wo ihr euch dann auf diesen ganzen Seiten, wenn ihr möchtet, anmelden könnt. Dann hatten wir noch verschiedene Sachen vom Krankenhaus bekommen. Eine Sache ist gerade noch unten, da werde ich euch auch gleich zeigen. Und wir haben hier so eine herzlich Willkommenstasche bekommen mit so einem Storch, richtig, richtig goldig. Und da sind verschiedene Sachen drin, unter anderem einmal eine ganze Pampers-Packung. Das ist, wie gesagt, nie, nie, nie verkehrt. Ich hole die Sachen hier gerade mal raus. Ich habe da selber noch nicht reingeguckt, außer diese Pampers habe ich gesehen gehabt. Weil es ist einfach so viel, was man da bekommen hat die letzte Zeit. Also hier ist einmal, sind wieder viele Hefte drin, aber auch so Stilleinlagen von Lansino. Die sind richtig gut, die benutze ich auch momentan. Kann ich direkt runternehmen. Und dann halt eben so ganz viele Prospekte. Alles Mögliche. Ja, Schatzi. Ja, also einfach so viele Hefte zum Lesen. Die mal alle hier sortieren. So, dann war hier einmal so rum, so eine feuchte Tücherbox von Hip, richtig genial. Also da sind, ich glaube, da sind sogar feuchte Tücher drin, keine Ahnung. Also diese Boxen, die finde ich super, diese Frischhalteboxen. Ach nee, hier ist keine, hier sind mehrere Sachen von Hip drin, ne? Also einmal ultra sensitiv feuchte Tücher, diese kleine Packung. Dann einmal viermal Hip-Windeln. Auch richtig genial. Ich habe tatsächlich Hip-Windeln noch nicht gekauft und noch nicht benutzt. Aber ich hatte jetzt in verschiedenen... Baby schläft. In verschiedenen Boxen hatte ich hier immer diese Hip-Windeln drin. Da bin ich jetzt mal gespannt, die zu testen. Und dann sind hier auch wieder ganz viele Hefte bzw. so Rabattgeschichten. So, genau.
kann ich schon mal ein paar von unseren Feuchttüchern, die hier rumliegen, in solche Boxen reinmachen. Das ist nie verkehrt. Wenn die irgendwann aufhören zu kleben, dann hat man hier so eine Box und es trocknet nicht aus. Das ist echt nicht verkehrt. Dann war hier eine Rassel drin. Ne? Richtig süß, oder? Absolut mal auspacken. Zumindest steht da vorne Rassel drauf. Ja, tatsächlich. Wie süß. Aus Holz. Mit so bunten Farben. Richtig goldig. Was ich richtig gut finde, ist, dass es wirklich klein ist, also für die kleinen Hände, für die ersten Greifversuche. Und dieses Holz hier ist extrem weich. Also man könnte auch denken, das ist irgendwie irgendein Stoff oder so. Und schaut mal, es ist komplett abgerundet, dass wenn er reinbeißen sollte, was Kinder ja am Anfang machen, passiert da gar nichts. Also es ist richtig genial. So, Lille. Und von Abtawelt Baby Service. Ihre Stillbox ist hier auch nochmal so eine Box mit drinnen gewesen. Also man kriegt von den Krankenhäusern schon relativ viel. Auch damals, als wir in Frankfurt mit dem Lias waren, haben wir auch super viel geschenkt bekommen. Hier ist einmal ein, also das ist ja so eine Mama-Box, ein Mama-Riegel für in der Stillzeit. Und dann ist hier herzlichen Glückwunsch. Ja, Lias. Jetzt Abtawelt anmelden. Ach so, okay, das ist dieses Abtawelt Club, kann man sich anmelden. Auch diesen Link findet ihr in der Infobox von dem Video, wo ich diese Boxen geunboxed habe. Da bekommt man nämlich, wenn man sich anmeldet, als allererstes mal hier so ein Kuscheltuch. Ich kann es euch direkt zeigen, und zwar dieses hier. Ist richtig, richtig weich, total süß. Das bekommt man gratis und ich glaube noch irgendwie was. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Und 5 Tipps für Stillende. Okay, hier ist auch nochmal so ein Infoheft. Mit verschiedenen, wie man das Kind anlegen kann. Also welche Seite, wie rum und so weiter. Genau. So, Dilem. Ach, wie süß. Ja, in so Boxen kann man ja dann immer mal ein paar Stilleinlagen machen. Ein paar Snacks, irgendwie ein paar feuchte Tücher oder irgendwie, was weiß ich, Cremes oder. Übrigens, das wollte ich euch auch mal erzählen. Ich habe die letzte Zeit, also die letzten, eigentlich seitdem ich wieder zu Hause bin aus dem Krankenhaus, habe ich gar nicht mehr irgendwie von Lansino, hatte ich ja so eine Brustcreme für nach dem Trinken, dass alles gut bleibt sozusagen. Und die habe ich gar nicht mehr verwendet, die hat ich im Krankenhaus verwendet. Als meine Hebamme nämlich die ersten Tage dann da war, hat sie mir so eine Wolle gegeben, Heilwolle oder so heißt das. Nee, ich habe die jetzt unten. Ihr wisst bestimmt, also an alle Mamis, die wissen bestimmt, was ich meine. Das ist so eine Wolle. Gibt es in großen Packungen, da kann man sich so ein Stück abmachen und auf die Brustwarzen unter anderem legen. Oder auch aufs Bäuchlein vom Kind, um zu wärmen und so weiter. Leute, der Samu, der kann schon gut festsaugen. Und ich habe ja jetzt auch die ganze Zeit mit der Milchpumpe gearbeitet und so weiter. Klar, die ist ein bisschen schonender zu den Brustwarzen, aber trotzdem, also wenn ich das mit Lias denke, da hatte ich echt voll die Probleme und Schmerzen und keine Ahnung was. Ja, bitteschön, die Rassel ist aber für deinen Bruder. Auf jeden Fall habe ich durch diese, ich glaube, dass es durch diese Wolle ist, keine Entzündung, keine Schmerzen, kein irgendwas aufgerissenes, verkrustetes, nichts. Also es ist alles tippitoppi. Diese Heilwolle ist einfach der absolute Burner. Muss ich wirklich sagen. Also die kann ich nur jedem ans Herz legen. So, jetzt gehen wir mal runter. Da wartet nämlich noch eine Box. Die zeige ich euch dann auch noch. So, da melde ich mich von der Küche. Ich habe gesehen, ich habe hier auch noch einige Sachen, die ich euch zeigen kann. Gerade eben ist eine Zalando Lounge-Bestellung angekommen. Ich habe Nike. Also es gab ganz viele Sachen von Nike. Und da bin ich ausgerastet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe meinem Mann Nike-Schuhe bestellt. Simple schwarze findet er toll, passen behält er. Und ich habe hier einen riesengroßen Stapel für Lias. Klamotten, 2 Anzüge, die jetzt passen, aber die auch mit der nächsten Größe anschließen, weil der, die haben jetzt ganz oft zum Beispiel 98 bis 104 zum Beispiel gehabt und nicht einzelne Größen separat. Und dann hatte ich jetzt auch 2 Stück bestellt in der Größe, die er jetzt gerade hat.
Also 92 und dann aber bis 98. Sehen auch größer aus, also ich denke, der kann die auf jeden Fall eine Zeit lang anziehen. Im Schnelldurchlauf zeige ich euch die einfach kurz, weil die Sachen sind, wie gesagt, von Zalando Lounge gewesen, extrem reduziert, weil sonst sehe ich das nicht ein, für einen Kinderanzug oder für eine Hose oder sowas irgendwie 50, 60 Euro zu zahlen. Aber die waren jetzt alle unter 30 Euro, bin ich der Meinung. Also so ein Anzug mit Hose und Oberteil waren teilweise so für 27 Euro beispielsweise. Also es hat sich wirklich rentiert. Einmal hier so eine graue Hose, da steht Nike Air an der Seite und hier hinten nochmal. Und richtig, richtig weich. Und auch innen vor allen Dingen richtig weich. Also es gefällt mir richtig gut. Ich muss hier die ganzen Labels gleich nur mal abschnippeln. Dann noch eine graue Hose, die war auch super, super günstig. Einfach wirklich so eine schöne, das sind alles Jogging, gemütliche Sachen. Also ich stecke den Lias in keine Schnicki-Schnacki-Sachen rein. Tatsächlich, wenn wir mal rausgehen, wenn mal irgendwas Besonderes ist, dann halt mal eine Jeanshose oder sowas. Aber im Prinzip trägt der wirklich nur gemütliche Sachen, weil warum soll mein Kind irgendwie, keine Ahnung, die anziehen? Und an der Seite ist hier in so Babyblau das Nike und Nike, also Nike-Schrift, Nike-Zeichen. Dann habe ich diesen Anzug hier zweimal bestellt. Einmal in der jetzigen bis zur nächsten Größe und dann in der übernächsten Größe bis zur überübernächsten Größe. Oh Gott. Also einmal hier so eine schöne blaue Jacke. Finde die richtig, richtig genial. Und die ist auch nicht zu dick. Also die kann man dann auch wirklich im Sommer auch mal anziehen, an kalten Tagen, also an kälteren Tagen, beispielsweise abends zum Drüberwerfen oder Frühling, Herbst sowieso. Die Hose noch dazu. Und dann, wie gesagt, das Ganze noch einmal in einer Nummer kleiner für das, also das wird ihm jetzt passen. Dann habe ich noch einen schwarzen Anzug. Moment. So, da habe ich noch zwei schwarze Anzüge, die sind nicht komplett identisch. Ah, ich zeige euch erstmal diesen einen hier. Der eine schwarze Anzug, der halt schon ein bisschen größer ist, der ist genau der gleiche wie die blauen. Also die waren ja hier so ein bisschen ja eine andere Struktur, beziehungsweise einmal eine komplette Jacke mit der dazugehörigen Hose. Und das, was ihm jetzt passt, ist nämlich so ein eher ein Pulli, weil das kann man hier nicht komplett aufmachen als Jacke, aber auch richtig, richtig schön. Und dazu diese Hose hier. Und dann meine mein absoluter Favorit. Ein richtig schöner, dicker Pullover. Schaut mal, der ist so weich. Der ist richtig weich und dick. Der ist richtig toll. Und ich liebe diese Dinger hier, beziehungsweise der Elias auch. Da steckt er immer seine Hände rein und dann läuft er ganz cool durch die Gegend. Der ist richtig, richtig toll. Und ich habe noch was für den Sommer bestellt. Ich finde die so genial. Solche kurzen Hosen, ja so, wie heißen die? Das sind doch so solche Basketballerhosen, oder? Die hier auch so diese Löcher haben. Hier steht auch nochmal, das ist alles von dieser Nike Air Marke eben. Sirdele, das war's, reicht auch. Dann war ich beim Kick gewesen. Eigentlich wegen einer bestimmten Sache von, also ich hatte so einen Weihnachtskranz in einer, in einem Prospekt gesehen, einfach nur so ein Kranz, komplett aus Kugeln. Und das wollte ich eigentlich gerne haben hier für die Haustür, aber gab es nicht mehr, war komplett ausverkauft. Hab aber dafür diese Schätze hier gefunden. Die sind so, so schön. Also richtig genial, komplett mit Steinchen besetzt. Die würde ich gerne, ja, wenn die dann abends an sind mit einer Kerze dran, da wird mega aussehen, werde ich irgendwo beim Fernseher platzieren. Übrigens, wir dachten ja von der Lieferung her, dass der Fernseher am Dienstag geliefert wird, aber haben online gesehen, dass es Lieferverzögerungen gibt, wahrscheinlich durch Black Friday und Co., keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eine E-Mail bekommen, dass es jetzt auf den Versand oder in den Versand gegangen ist. Die Spedition hat sich aber noch nicht gemeldet. Also der wird ja irgendwann nächste Woche leider Gottes erst kommen. Und die Spedition hat sich gemeldet, am Montag wird mein XXL-Sessel für mein Zimmer geliefert. Richtig, richtig genial. Und das Treppengelände wird ja auch gemacht, das habe ich euch, glaube ich, schon gesagt. Die Dinger hier haben übrigens 7,99 € gekostet. Und dann habe ich noch hier solche Schüchchen gefunden, solche Hausschüchchen für den Lias. In der nächsten Größe 24, auch richtig gut, so rutschfest für daheim. Ich fand die richtig, richtig toll, weil die schön gefüttert sind und dick und warm und überhaupt. Aber die er jetzt gerade anhat, sind ja Größe 23 und ich habe die mal aneinander gehalten, weil die mir so klein vorkamen. Und die sind wirklich genau, haben die genau die gleiche Länge.
Und deswegen werde ich die mal in der Nummer größer dann umtauschen. Die fallen anscheinend kleiner aus. So, und dann habe ich hier noch eine Box, die wir vom Krankenhaus bekommen haben. Da haben wir hier einmal so ein, da haben wir einmal hier so einen Babypass sozusagen. Da ist das erste Foto von ihm drauf, was direkt nach der Geburt geschossen wurde von der Hebamme. Und die ganzen Daten und welche Ärztin und welche Hebamme dabei gewesen ist. Genau. Ich kann euch leider nicht alles zeigen, weil überall steht der Name vom Krankenhaus drauf. Also auf der Box, in den ganzen Prospekten hier drin, keine Ahnung. Aber hier waren auch nochmal so ein paar Geschenkchen drin. Einmal hier so ein Willkommensset von Vileda. Das kenne ich auch noch von Lias. Davon hatte er immer ganz, ganz viel drin gehabt. Dann ist hier so eine kleine Babymütze drin. Richtig, richtig goldig zum Schnüren. Das ist eigentlich voll gut. Das muss ich jetzt direkt mal in die Waschmaschine geben, weil der Samu hat eigentlich die ganze Zeit Mützen an, aber die rutschen immer durch die Gegend. Ja. Willkommen irgendwie irgendwas von Vera Bio. Okay, hier sind auch wieder ganz viel Pröbchen drin, alles Mögliche. Also hier sind, oh, goldener Kurkuma-Tee. Das, davon hat man ja super viel die letzte Zeit, was heißt die letzte Zeit, das ist schon ein paar Monate her, auf YouTube gehört. Jeder hat sich das irgendwie selber gemixt und getrunken und gemacht und getan. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Soll ja super gesund sein. Das lasse ich direkt mal hier draußen. Ansonsten waren jetzt hier ganz, ganz viele Prospekte drin und verschiedene Proben. Hier zum Beispiel so eine Probe von Veleda. Dann hier noch so ein Tee ist da drin. Dann so ein Rezeptbuch. Eigentlich voll goldig. Und ja, so ein paar Rezepte noch. Biorezepte. Und was ist das hier? Hauptkatalog. Irgendein Katalog. Irgendein Katalog mit Spielsachen. Genau. So, das war's, was ich euch zeigen wollte. Jetzt werden wir uns mal kurz fertig machen und dann werden wir mal alle zusammen rausgehen und einkaufen. Ja, und dann melde ich mich später wieder bei euch. So, ich bin mal wieder on the road. Haben gerade alles verräumt oder beziehungsweise ich habe noch eine Wäsche angemacht und einen Trockner und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt auf dem Weg einkaufen, aber beziehungsweise viele verschiedene Stationen, also zum Aldi, Essen einkaufen, aber auch zum Kick wollte ich die Schuhe umtauschen und zum Action wollte ich nochmal nach der Lampe schauen und ja, so ein paar Stationen habe ich auf jeden Fall, die ich jetzt mal hoffentlich schnell abklappern kann. Mein Mann ist mit den Kids zu Hause geblieben. Wir wollten eigentlich erst alle zusammen rausgehen, aber das macht keinen Sinn. Jetzt mit den Kleinen, der Samu ist gerade am Schlafen und bald bekommen wir auch Besuch. Der Bruder von meinem Mann kommt und deswegen habe ich gesagt, ich gehe lieber alleine. Dauert dann zwar länger, weil ich mich, wenn ich alleine bin, immer feiern lasse oder aufhalten lasse und alles irgendwie, ja, keine Ahnung.